Zwiesel, die Wirkungsstätte des Arbeitskreises Agenda Glas. Er setzt sich aus Vertretern der Industrie, Medien und den heimischen Glasschaffenden zusammen. Der Arbeitskreis organisiert Veranstaltungen rund um das Thema Glas, um den Werkstoff permanent sichtbar zu machen. Das Ziel des Arbeitskreises ist letztlich hier, das gläserne Image von Zwiesel, nämlich der Glasstadt Zwiesel, einfach zu verbreiten, einfach stärker, noch immer stärker zu machen, weil ich denke, es ist eines der großen, auch touristischen Merkmale der Region und speziell der Stadt Zwiesel. 2009 hat der Arbeitskreis das Zwieseler Kölbel ins Leben gerufen, einen europäischen Nachwuchsförderpreis. Hier wird jungen Glaskünstlern eine Bühne geboten. Die Teilnahme ist attraktiv. Inzwischen bewerben sich über 100 Künstler. Es ist natürlich ein ganz, ganz junger Preis, der sich etabliert hat, schon bereits nach 3 Veranstaltungen innerhalb dieser großen Glaspreise, die in Deutschland und auch in Europa hier vergeben werden. Der Name Zwiesler Kölbel leitet sich vom Anfangsposten an der Glasmacherpfeife ab. Man beginnt mit dem Kölbel, nimmt nach und nach mehr Masse auf und formt daraus sein Objekt, so wie es auch jeder Nachwuchsglaskünstler mit seinem Talent tut. Die Spezialität dieses Preises ist einfach, dass es mit der Zielrichtung ist, den Nachwuchs zu fördern. Deswegen denke ich, ist er ganz, ganz wichtig und wir hoffen, dass er auch entsprechend honoriert wird. Der Zwiesler Kölbel bereichert die Region kulturell und zementiert den Ruf Zwiesels als Glasstadt. Dafür erhält der Arbeitskreis den Glasstraßenpreis 2014. Für uns ist das natürlich schon ein Meilenstein und eine große Anerkennung der Aktivitäten, die wir hier für das Glas machen. Und wir sind alle wirklich Fans der Glasstraße, weil sie hier einfach so viel an Kommunikation für das Glas bringt und da ein Teil davon zu sein, ist eine lohnende Sache und wenn es dann noch honoriert wird, umso mehr. Ich glaube, es ist eine ermutigende Sache und das wird uns bestärken, damit gut in die Zukunft zu kommen, was natürlich das Kölbel besonders möchte.